bin noch Single. Naja, nicht so ganz. Aber die Zahl der Singles, die ist tatsächlich im Wachsen. Denn wenn eine Spezies nicht ausstirbt, dann die Spezies der Singles. Ganz im Gegenteil, in den letzten 10 Jahren hat die Zahl der Singles-Wohnungen in Österreich noch einmal um rund ein Drittel zugenommen. Und beim Balzritual spielt die Wohnung interessanterweise eine immer größere Rolle. Denn damit will der eine Single dem anderen Single ganz offensichtlich imponieren. Was muss so ein Nest nun für Funktionen haben, um als besonders attraktive Wohnung wahrgenommen zu werden? Genau das hat der Parship unlängst untersucht und ist zu folgendem spannenden Ergebnis gekommen. Eine perfekte Singles-Wohnung braucht viel Licht, Außenflächen, Balkon, Garten mit Benutzung eines Gartens, Freiflächen halt. Und ein paar innere Werte sind auch nicht so schlecht, so wie Ordnung, Sauberkeit, Geruch. Übrigens, die Größe des Bettes und die Größe des Kühlschrankes waren kein Thema bei dieser Untersuchung. Ein wichtiges Thema dafür war allerdings der Grundriss. Es kommt nicht so sehr auf die Größe der Wohnung insgesamt an, als auf die Zahl der Räume. Das hat vor allem damit zu tun, dass 8 von 10 Singles gerne zu einem anderen Single ziehen würden, um eine Gemeinschaft zu bilden und nicht allein leben zu müssen. Da muss dann der Grundriss besonders passen, weil jeder seinen Rückzugsbereich haben muss. Warum das so spannend ist für die Immobilienbranche? Weil es die Asset-Klasse der Singles-Wohnungen bis dato noch nicht gibt. Weil das aber meines Erachtens eine echte Marktlücke wäre. Denn eine Singles-Wohnung muss eigentlich ganz anderen Kriterien entsprechen wie eine Familienwohnung. Und die Erfolgskriterien reduzieren sich auf Licht, Außenflächen, Grundrisse. Die goldenen 3 für die Immobilienbranche der neuen Asset-Klasse Singles-Wohnungen. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen bei der Gründung Ihres neuen Geschäftsmodells Singles-Wohnungen. Das war Gerhard Rodler, fast live aus dem Millennium Tower.